Bestatterin packt aus. Und was halt für uns total widersprüchlich war, wir haben es anhand von den Sterbezahlen oder auch Sterbefällen überhaupt nicht gesehen, gar nicht wahrgenommen. Aha, da kommen wir jetzt in die interessanten Themen rein. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ihr spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community und zwar ziehen wir uns ein Video rein von Fakten, Frieden, Freiheit. Bestatterin packt aus. Marlies Spurler. Es geht um die Pandemiezeit. Es geht um die Corona-Zeit. Es geht darum, wie eine Bestatterin das ganze Thema wahrgenommen hat und die so ein bisschen mal auspackt aus ihrer Perspektive. Und ich finde es immer noch wichtig, diese Themen anzusprechen und darauf aufmerksam zu machen. Natürlich liegt es mir persönlich auch am Herzen, das zu tun, weil ich selber einer war, der von Anfang an diese Maßnahmen kritisiert hat und auch sehr viel dafür bezahlt hat. So. Deswegen ist es auch ein bisschen mit meinem Job, darauf heute noch aufmerksam zu machen und den Leuten zu zeigen, dass ich da gar nicht so falsch lag mit meiner Vermutung und meinem Gefühl damals. Und deswegen gehen wir da auch da wieder rein. Daumen nach oben da lassen, das Ding verbreiten, Kanal abonnieren, Kommentärchen schreiben und es geht los. Let's go. Und los. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Heute habe ich Marlies Spurler zu Gast bei mir im Interview. Freut mich sehr. Sie ist Bestatterin seit 16 Jahren im Familienunternehmen mit ihrem Mann und ihren... Der Cousin hat auch, mit denen hatte ich auch damals Kontakt, der hatte mir auch geschrieben nach meinem Statement, was ich abgegeben habe und so. Und der war auch jemand, der da damals sehr viel gepostet hatte und so in der Corona-Zeit. Kann ich mich noch dran erinnern. Und hat in dieser Pandemie-Zeit einiges erlebt. Ist, glaube ich, auch gut gewachsen, Digga, an Reichweite und so. Sie ist in der Schlüsselposition, dort, wo entsprechend die Verstorbenen verarbeitet werden, um es mal ganz platt zu sagen. Und ja, freut mich sehr, dass du heute Pandemie, Alter, mir bist und mit mir sprechen möchtest. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was du alles zu erzählen hast. Ein bisschen weiß ich, vieles noch nicht. Deswegen, Stage is yours. Schieß mal los, was du uns zu erzählen hast. Ja, dann erstmal hallo an alle und freut mich, dass ich heute hier Tachchen. Sein darf. Greenscreen it in, man. Ja, ich würde vorgestellt, hasch mich ja, ich würde vielleicht einfach mal anfangen. Vorgestellt, hasch mich ja, das ist aus dem Süden, die ist down south. Grüße gehen raus an alle meine Süd-Germany, wie sagt man? Südstaatler, wollte ich gerade sagen, aber das ist ja bei uns nicht so. Auf jeden Fall schöne Grüße an den Süden, Digi. Da jetzt zu erzählen. Ganz vorne. Genau. Irgendwann haben wir auch durch die Nachrichten von der Pandemie erfahren, wie alle anderen auch. Auffälligkeiten hat... Pandemie, hast du falsch ausgesprochen, Marlies. Zu Beginn gar keine. Es war alles wie immer. Das Einzige, was irgendwann aufgefallen ist, dass wir die Verstorbenen, die wir in den Krankenhäusern holen, alle den Eintrag mit Corona verstorben in der Todesbescheinigung hatten und die Hausabholungen nicht. Also es war wirklich nur in den Krankenhäusern. Ja, diese Eintragung dann, Corona-positiv, hatte natürlich Auswirkungen auch für die Familie. Ton ist gut, oder? Die Abschiednahme wurde untersagt. Auch späterhin im Sarg. Wir hatten spezielle Einsagungsvorschriften, an die wir uns halten mussten. Das ist so voll traurig. Stell dir mal vor, ein Familienangehöriger von dir verstirbt und du darfst keinen Abschied nehmen. So. Und wie gesagt, die Angehörigen durften nicht mehr an den offenen Sarg zum Abschied nehmen, das nicht. Ja, habe ich auch. Und ja. Und eigentlich sehe ich da als Bestatter überhaupt gar kein Problem drin, da noch Abschied zu nehmen. Es gibt ja auch andere Infektionskrankheiten. Und wenn man die Versorgung des Verstorbenen ordentlich durchführt, ja, hätten die Angehörigen nach wie vor Abschied nehmen können. So. Aber es war halt Vorschrift und wir haben uns halt alle dran gehalten. Ja, unseren ersten Corona-Verstorbenen wollte auch gar niemand. Das war auch so eine spannende Geschichte. Im Krankenhaus konnten wir nur zwischen 8 und 16 Uhr holen. Im Krematorium musste man am Anfang anrufen und sagen, wenn man einen Corona-Fall hatte. Und dann hieß es, wir sollen morgens um 6:30 da sein, wenn der Amtsarzt da ist, dass der gleich gucken kann und nicht in die Kühlung muss. Und ja,
Gut, und dann ging es darum, wo kommt er hin über Nacht, ja? Und dann habe ich mit unserem Friedhof telefoniert und dann hieß es erst, nö, nehme mal nicht. Und dann habe ich gesagt, toll, was soll man jetzt machen? Wir können den ja nicht über Nacht im Auto lassen. Ne? Und dann haben wir Kontakt zum Gesundheitsamt aufgenommen, was auch As. ewig gedauert hatte, da mal durchzukommen. Und die Amtsärztin, die uns dann irgendwann zurückgerufen hat, die hat gesagt, es kann nicht sein, der Friedhof, der zuständig ist, muss ihn nehmen. Wie, die haben einfach gesagt, nee, nehmen wir nicht. Genau, und Ich dann meine. kam auch ziemlich parallel der Anruf von unserem Friedhof zurück. Ja, klar können wir ihn unterstellen, wir müssen ihn ja eh kennzeichnen und wir wissen ja, was wir zu machen. Was ich auch nochmal dazu sagen will, Bestatterin auch ein heftiger Beruf, ne? Sag ich dir so, wie es ist. Also du bist quasi den ganzen Tag 9 to 5 mit dem Tod beschäftigt, so. Ist auch eine Sache, die ich mir nicht einfach vorstelle, so gerade als, also ich jetzt persönlich, als ein relativ emotionaler Bruder auch, ein empathischer Bruder, sage ich mal so, ich stelle mir das schon nicht einfach vor, dich tagtäglich mit dem Thema Tod auseinanderzusetzen und mit Verstorbenen und mit den Familien etc. pp. Auch Respekt auch, weißt du, wie ich meine, das kann, glaube ich, nicht jeder einfach so durchziehen. Haben und dann war das auf einmal in Ordnung. Ja, und morgens waren wir dann im Krematorium und dann ging das ratzfatz. Also der war 3 Minuten später schon in der Einäscherung. Also ich weiß auch nicht, wer da noch groß geguckt haben soll, aber so war es halt. Also es wurde keine Nachuntersuchung, keine gründliche Das gemacht. möchte ich niemandem unterstellen, ja, um Gottes Willen. Ich weiß ja nicht, wie die ihre Arbeit machen, aber ich könnte mir eigentlich vorstellen, dass so eine Leichenschau länger dauert wie 3 Minuten. Ja. Ich meine, du kannst ja ungefähr vom eigenen. Ja, genau. Und ja, wir waren punkthalb dort und wie gesagt, 33 kam dann die Einäscherungsbestätigung schon, dass der Prozess läuft. Na, ich gedacht, na toll. Ja, gut, da kann. Ja, und, Machen. Da hat man vielleicht ihn von A nach B getragen und dann wartet, ne? keine Ahnung, ja. Und bei unserem zweiten Corona-Fall haben wir dann angerufen, da war es dann schon egal. Dann hieß es, Sie können kommen, wir haben eh schon die halbe Kühlung vollstehen. Es war wirklich nur der Erste, der uns da Schwierigkeiten bereitet hat. Krümelmonster sagt, anfangs wusste man noch nicht, was da auf uns zukommt, aber nach einer Weile waren die Maßnahmen einfach nur sinnfrei. Dann fing man an, die ganze Sache zu hinterfragen. Bei mir war es halt anders. Wisst ihr ja, habt ihr ja alle mitbekommen. Ich habe von Anfang an da was vermutet und habe von Anfang an ein sehr starkes Gefühl gehabt, dass das ganze Ding irgendwo geplant ist und auch richtig krass übertrieben wird, so. Weißt du? Und dass uns richtig heftig Angst gemacht wird, obwohl wir gar nicht so eine heftige Angst haben müssen. Also die haben wirklich alles dafür getan, um uns zu emotionalisieren und in uns diese Angst auszulösen, dass wir panische Todesangst haben. So. Und das ist nie eine gute Sache, weil in dem Moment, wo du eine panische Todesangst hast, kannst du nicht mehr logisch nachdenken und versuchen, die Dinge nachzuvollziehen, so, weißt du? Und ich habe mir von Anfang an gedacht, nee. Nee, ich kann mir das nicht vorstellen. Und es war wirklich ein richtig heftiges Gefühl auch. Kann man jetzt sagen, so, ja, okay, aber man wusste ja trotzdem nicht und so. Ich hab's gewusst, Digga. Keine Ahnung, Mann. Ich hab's gespürt, ich hab's gefühlt. An der Stelle frage ich mich ganz kurz, musstet ihr denn bestimmte Quarantänevorschriften oder sowas einhalten, wenn ihr mit den Verstorbenen? Ja, also wir mussten extra Schutzkleidung anziehen, also sprich so Wegwerf-Einmalkittel. Klar, Handschuhe haben wir ja immer an, Mundschutz, also so gut wie möglich einfach schützen, ja. Und Okay. die Verstorbenen. Einer schreibt gerade, weil ich kann mich noch erinnern, ich war in der Türkei im Urlaub und Angela Merkel hat im Fernsehen gesprochen, dass wenn die Zahlen so bleiben, werden Millionen Menschen sterben. Die müssten auch in Tücher eingehüllt werden, mit Desinfektionsmittel getränkt und so weiter. Also da gab es auch besondere Einsatzvorschriften. Zweite Genau. Frage noch, jetzt am Anfang würde ich das gerne noch wissen. Wie war denn überhaupt als Pandemie, als das überall war, wie war deine persönliche Einstellung dazu? Hast du das ernst genommen, komplett von Anfang an, oder warst du von Anfang an schon skeptisch? Bist du da auch schon eher? Das ist auch eine gute Frage in den Chat rein. Beantwortet auch mal die Frage, wie war das bei euch, als das Ding um die Ecke gekommen ist? So, was habt ihr da gefühlt? Wie habt ihr darüber nachgedacht? Was hat es in euch ausgelöst? Ehrlich, wir waren skeptisch. Wir hatten so unsere Erfahrungen, der Vincent hätte genau in dem Zeitraum, wo die China-Rückkehrer in Quarantäne hier in Germersheim, das ist ja gerade neben uns, ein Ort weiter, 3 Kilometer entfernt, sind die ja in Quarantäne gekommen und da hätte unser Vincent Praktikum dort gemacht. Und dann haben wir das ja freitags durch die Nachrichten erfahren, dass sie da hinkommen Unser Vincent, sollen. Bijou.
oder Donnerstagabends, haben dann freitags bei der Bundeswehr angerufen, da in der Kaserne, und haben halt gesagt, ja, wie sieht's aus? Ja, so gesagt, hatte ich schon ein komisches Gefühl, vor allem durch den öffentlichen Druck. Da wusste ich, es ist was faul dran. So. Wir haben gehört, ihr kriegt die China-Rückkehrer. Jesso sagt, ich habe mir gedacht, here we go again. Dann hieß es nur, ja, wir haben das auch gerade durchs Radio erfahren. Wir wissen noch gar nicht, wie wir drauf reagieren sollen. Ja, und dann haben wir gesagt, okay. Ich weiß noch, Digi, ich weiß noch ganz genau, wie das angefangen hat. Also, wo ich das erste Mal davon mitbekommen habe, das war noch bevor das so krass ausgebrochen ist, gab es doch diese, kennt ihr nicht noch diese Sprachmemos und so? Da gab es sogar eine Sprachmemo in Berlin, war ich, vom Massiv oder so. Der dann gesagt hat, ja, ich habe mit einem Arzt aus der Charité geredet und so, bla bla bla. Die haben gesagt, dass da irgendwas um die Ecke kommt. Gab es so diese Sprachmemos, diese Warnungen, Digga. Es gab diese Sprachmemos und so, die rumgeschickt wurden, dass da irgendwas auf uns zukommt, so. Wisst ihr das noch, Digga? Ich weiß noch ganz genau. Und dann, als ich gesehen habe, wie die Menschen auch durchgedreht sind und dann sich um Klopapier fast geschlagen haben und so ein Scheiß, Digga, da dachte ich mir schon so, da habe ich mir schon gedacht, ach du Scheiße, ey. Und jetzt mal das Praktikum vorsichtshalber. Das kenne ich nicht, ehrlich gesagt. Krass. Hat keiner von euch diese Sprachmemos gehabt oder gehört von Leuten? Es gab mehrere Leute, die da so Sprachmemos rumgeschickt haben, so längere. Auch von irgendwelchen angeblichen Ärzten und so, dass da irgendwas um die Ecke kommt. Einer hier im Chat hat auch von diesen Sprachmemos gehört? Wahnsinn. Weil wir wussten ja da auch noch nicht, ja, wie ernst die Sache zu nehmen ist. Aber so mein persönlicher Eindruck, ging uns das natürlich alles viel zu schnell. Ja, so mit dem Ganzen, auch bis der Impfstoff dann auf dem Markt war und so weiter. Das ging ja alles ratzifatzi, ja. Okay. Und was halt für uns total widersprüchlich war, wir haben es anhand von den Sterbezahlen oder auch Sterbefällen überhaupt nicht gesehen, gar nicht wahrgenommen. Ja, es. Aha, da kommen wir jetzt in die interessanten Themen rein. Anhand der Sterbefälle haben wir es ja gar nicht gesehen, haben wir gar nicht wahrgenommen. Ich sage dir, wenn die Medien das nicht so krass aufgebauscht hätten und uns den ganzen Tag mit irgendwelchen roten Deutschlandkarten und Zahlen und so unseren Kopf gefickt hätten, hätte keiner von uns davon mitbekommen. Keiner, ich gehe so weit, keiner hätte davon mitbekommen, Mann. Willst du mich verarschen? So. Wie denn? Wo denn? Die einzige Tool, was genutzt wurde, um uns Angst zu machen, waren die Medien und die Politik. So, und das täglich, 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 täglich so, weißt du, jeden Tag aufs Neue. Ich habe einfach praktisch keinen Corona-Verstorbenen, nicht an. Mit gab es ständig in den Krankenhäusern. Ja. Genau, die sind dann halt zwar an irgendwas anderem gestorben und wurden halt beiläufig positiv getestet. Und das blöd. So, das war auch so eine heftige Nummer, so, das juckt auch niemanden mehr eigentlich, dass wir da komplett verarscht wurden, so, weißt du. Dass die eigentlich uns jeden Toten, der angeblichen, also der einen positiven PCR-Test hatte, und dieser PCR-Test ist ja auch voll für den Arsch, so, und den haben die dann als Corona-Toten in die Statistiken mit reingepackt. Das heißt, wenn du im Motorradunfall gestorben bist und einen positiven PCR-Test hattest, warst du ein Corona-Toter, also. Das ist auf so vielen Ebenen ekelhaft, da fehlen mir die Worte. Ist halt, die sind ja alle in die Statistiken mit eingeflossen, ja. Ja, klar, die. Wodak meinte doch gleich am Anfang, wenn wir nicht testen würden, würden wir es gar nicht merken. Ja, safe. Hat er auch in meinem Talk gesagt. Genau. Du musst ja Zahlen erschaffen. Böse, große, hohe, rote, schwarze Zahlen, ja. Der Norm sagt gerade, Leon, du bist ein sehr hübscher Mann und auch mit Corona würde ich dich lieben. Brudi. Haut mir lieben auch mit Corona, na Mann. Ja, und mittlerweile ist es so, dass da gar nicht mal mit und an draufsteht, sondern wenn jemand Corona-positiv getestet ist, steht einfach auf dem Todesschein Covid-19. Verstorben. Oder genau. Also, nee, es steht nur die Kennzeichnung Covid-19. Okay. Also es ist aber nicht mehr so, er ist an oder mit Corona verstorben. Nee, das ist schon länger nicht mehr. Mal. Ist eigentlich seit der Impfung nicht mehr. Ich wollte gerade. Ah, seit der Impfung haben die damit aufgehört, draufzuschreiben, er ist mit oder an Corona verstorben. Ach du Scheiße. Die Übersterblichkeit ist ja zu einem anderen Zeitpunkt hochgeschossen. Okay. Genau. Mach mal da weiter, wo du. PCR ist eine Methode und kein Test. Ist so. Aufgehört hast. Und, also, ja, dann waren ja auch die ganzen Einschränkungen. Das wollte ich vielleicht auch gern mal noch erwähnen. Es gab ja am Anfang, waren ja die Friedhofshallen ganz geschlossen.
Die Trauerfeiern wurden ja auf den engsten Familienkreis, erster, zweiter Grad beschränkt, was ich sehr, sehr krass fand, weil gerade viele ältere Menschen haben ja auch noch eine gute Freundin oder einen guten Freund und die wurden dann sozusagen von der Trauerfeier ausgeschlossen, ja. Solche Dinge und es gibt hier bei uns auch Waldfriedhöfe, die hatten 2G für Trauer. Das ist krass, Mann, wie viel Leid dadurch durch die Maßnahmen alleine entstanden. Also da können wir echt in ganz viele verschiedene Themen reingehen, aber bleiben wir mal bei den Verstorbenen, gerade bei den Älteren. So viele ältere Menschen sind auch einfach alleine quasi in den Altersheimen oder in den Pflegeheimen und so einfach alleine gestorben, ohne dass sie nochmal ihre Enkel sehen konnten, ihre Kinder sehen konnten und diese ganzen Sachen. Also das musst du dir mal vorstellen, wie traurig das ist und wie viel Leid und Trauer das mit sich gebracht hat, so weißt du? Und dann können wir noch in ganz viele verschiedene andere Bereiche reingehen, wo wir überall sehen, dass die Maßnahmen mehr geschadet haben, als sie gebracht haben. Gäste. Das ist im Waldfriedhof finde ich das einfach voll der Hammer. Also Vor was alle Dinge für Maßnahmen uns angeht. als für uns als Bestatter oder Arbeitende galt es ja nicht für uns. Wir brauchten nur den Test, ne, den negativen. Ja, Ne? das Der waren Virus halt so. macht das, der guckt halt spontan, wo er dann halt angreift und wo nicht. Ne? Genau, ja, und vor allem. Mehdi sagt, ich würde einfach besuchen gehen. Ja, ich auch. Irgendwie würde ich mich da schon 6-8-mäßig durchscammen, so weißt du. Aber ja, dass das eigentlich verboten ist und dass du dann eigentlich eine Straftat begehst, wenn du deine Oma vorm Sterben nochmal besuchen gehst, so, ist eine ganz kranke Geschichte. Dinge im Wald, ne? Ja, klar. Ja, dann halt die Abstände und so weiter. Das war halt, ja. Und wir hatten halt dann auch die ganzen Erdbestattungen. Es musste alles direkt am Grab abgehalten werden, ne? Also nichts Trauerhalle. Es ging alles trotzdem irgendwie. Wir hatten auch immer Glück mit dem Wetter. Das ist ja auch gut, ne? Wenn es dann nicht regnet. Und ich habe auch jetzt im vergangenen Jahr ganz viele Beisetzungen sowieso dann draußen am Grab direkt gehabt. Also das haben die Leute beibehalten, weil sie gemerkt haben, oh, so schlecht ist das ja gar nicht. Ich brauche ja die Trauerhalle gar nicht, ja. Ja, und wir hatten wirklich bis zum Impfbeginn überhaupt keine Auffälligkeiten. Wir hatten sogar in 21 weniger Sterbefälle wie in 20. Crazy. Das zeigen die Zahlen ja auch heutzutage. Ja, so auf den Jahresdurchschnitt gesehen. Ja, das hat man ja auch in den Oder, nee, wann Statistiken. haben die angefangen zu impfen? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ich bin schon. 21 schon oder 22 erst? Im Dezember 21 haben die angefangen zu impfen, ne? Aber wir hatten eine Untersterblichkeit insgesamt. Genau, also es war vorher auf jeden Fall weniger wie Weil, ja, safe. vor. Ja. Ja, und dann kam halt der Impfstart im Dezember. Und es war ja Ende Dezember. Und wir mussten da noch mehrmals raus in die Pflegeheime Leute holen. Ne? Also das haben wir da schon gemerkt. Als Aber erstes der, wahrscheinlich wirklich in den Altenheim, Pflegeheim. Da ja, haben sie Pflegeheime, ja da als haben die, erstes erstmal. genau, da haben. Das ist auch eine krasse Aussage, ne? Dass quasi nach der Impfung dann die Tode erst wirklich hochgegangen sind, so. Ja. Und ja, und ja, und da haben wir aber. Der Bruder, der den Impfstoff rausgebracht hat, hat sich immer noch nicht geimpft. Hahaha. Dieser eine von BioNTech, meinst du, das ist so ein Türke, ne? Wie heißt der nochmal, Digga? Ist der nicht geimpft? Ach komm, Lauterbach ist auch nicht geimpft. Haben wir doch gesehen. Mit diesem Bild da. Wo die ihn angeblich geimpft hat, auf einmal eine Brille auf hatte und dann keine auf hatte und so. Ja, wie soll ich sagen? Ich meine, skeptisch war man ja eh schon alleine, weil das ja mRNA-Technik ist und nicht tot Ugo Schein. So. Impfstoff, so wie üblich. Genau, und ja gut, wenn halt ältere Menschen Ja, Kelb, was ist mit dir passiert, Bruder? an der Impfung versterben, da denkt man vielleicht noch, ja gut, ja, und es waren halt wirklich auch Fälle, die wären wahrscheinlich eh gestorben in der nächsten Zeit irgendwann, ja. Und die Impfung hat es halt dann wahrscheinlich nur beschleunigt. Also Trotzdem eine krasse Aussage, yo. daher Aber auch gesehen, trotzdem Skandal ohne Ende. So. klar, Also, da habe ich genau gefühlt, was er gerade gesagt hat. wenn es eine Impfung den Tod beschleunigt, ah ja, er wäre jetzt eh ein paar Wochen schon. Ich verstehe dein Argument voll. Ja, Aber klar. ja. Also da ist noch nichts, wo man. So war es ja auch bei Corona im Endeffekt. Weißt du, wie ich meine? So,
dass die Leute sich dann gewundert haben, dass wenn dann halt ein 80-Jähriger mit 180 Vorerkrankungen dann von einer harten Grippe quasi dann auch versterben kann, so. Das war den Leuten nicht bewusst, dass das schon immer passiert ist, weißt du? Das ist halt, das wurde uns halt nur so krass ins Gesicht gehalten und wurde uns so als crazy hingestellt, aber das war schon immer so, dass Menschen, die alt werden, auch gefährdet sind und wenn die Vorerkrankungen haben und wenn die, ja, einfach schon nah am Tod sind, sag ich mal, und dann irgendeine Krankheit kommt, die gar nicht so gefährlich ist, dass das die auch zum Sterben bringen kann, weißt du? Jetzt hätte gleich Alarm schlagen müssen, ja. Bei der Menge, die ja dann auch verimpft worden ist, wenn dann da ein prozentualer Anteil stirbt, das hat man ja bei den normalen Impfungen auch. Aber das es ist gab, ja nicht so. Ja. Es gab viele Meldungen von Altenheimen, wo ganz klar war, ey Leute, hier versterben uns fast alle. Wir haben verimpft und innerhalb von einer Woche, bam, bam, jeden Tag mehrere Tote. Aus meiner Familie sind auch in der Pflege und die haben das auch bestätigt. Das ist kompletter Wahnsinn, was da abgegangen ist in der Zeit. Ja. Und es hört auch nicht auf, weißt du, wie ich meine? Damals, ja, aber ich höre immer noch von Leuten mit heftigen Impfnebenwirkungen und mit Leuten, die an Herzinfarkten einfach umfallen und noch an ganz vielen anderen Nebenerkrankungen, die dadurch entstanden sind und so. Das ist noch nicht vorbei, das ist noch nicht durch, das Ding so. Und es hat deine Genetik, deine DNA quasi verändert. Das ist ein mRNA-Impfstoff, so. Der greift direkt in deine Genetik ein. Und es kann heißen, dass auch noch in 10 Jahren irgendwelche Dinge auftreten können, von denen wir heutzutage noch nichts wissen, so. Genau. Und das ging dann wirklich noch das ganze Frühjahr. Und dann war es schlagartig ruhig. Ja, weil wahrscheinlich halt die Sterbefälle, die dann in der Zeit gekommen wären, die sind halt schon vorher, mussten die halt ihr Leben lassen. Und, ja, und dann kam ja die Impfung von den Vorerkrankten dazu. Und das haben wir dann natürlich auch sehr genau wahrgenommen, weil es waren halt ungewöhnliche Fälle. Wir hatten viele Herzinfarkte. Die Menschen lagen morgens einfach tot im Bett. Ja, die lagen wirklich noch so da. Man könnte crazy, wie sie eingeschlafen sind. Oder die Sportler, die einfach umgefallen sind. So zu sterben ist natürlich schön, denke ich. Ich vermute mal, so vom Gesichtsausdruck und allem her haben die das einfach nicht mitbekommen. Die sind wirklich im Schlaf gestorben. Aber haben halt wirklich Wahnsinn, wie viele junge Menschen da schon dabei waren. Krass, guck mal. Plötzlicher Herztod. Wie viel das ist, ist mehr als das Doppelte. Kein Schwein redet darüber, das musst du dir mal reinziehen, ey. Crazy. Und das ist schon unüblich. Und es waren halt so bestimmte Krankheitsbilder wie COPD, Demenz, Parkinson, solche Menschen, die da einfach früher gehen mussten durch die Impfung. Ne? Also mehr vermuten halt die Impfung. Ne? Klar, den Nachweis haben wir ja nicht hundertprozentig. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe hier eine in Tulum kennengelernt aus Berlin, aus Deutschland, die in meinem Alter ist oder ein bisschen jünger sogar. Die war monatelang im Krankenhaus, konnte nicht mehr laufen, nicht mehr reden und war an Kabel angeschlossen. War kurz vorm Tod, wegen der Impfung, beziehungsweise nach der Impfung. So. Halt einfach drauf schlussfolgern. Wir hatten dann auch einen Sterbefall in der Familie, der hat es schon am Herz, hat sich deshalb impfen lassen und ist im Urlaub einfach zusammengeklappt und war tot. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Genau. Ich habe jetzt auch vor kurzem auch aus dem engeren Kreis Herzinfarkt. Ja, das hat man. Natürlich kommt das mal vor, weißt du? Natürlich kommt mal vor, dass jemand einen Herzinfarkt hat, so. Aber wie extrem das geworden ist bei jungen Leuten, die eigentlich komplett gesund sind, so, das ist eine Sache, die ist einfach beängstigend und die ist traurig. Und jedes Mal, wenn mir einer sagt, dass er geimpft ist, denke ich mir, oh, hoffentlich passiert dir nichts, weißt du? Wirklich. Nicht gestorben, Gott sei Dank, aber einfach Herzinfarkt. So, das ist ja auch, ja klar kann das auch so passieren, aber du hörst es so oft momentan. Ja. Genau. Unglaublich, wirklich unglaublich. Es ist halt untypisch, dass die morgens einfach oder über Nacht sterben und dann tot im Bett liegen. Ja, jemand, der einen Herzinfarkt hat, wir haben uns mit Ärzten unterhalten und die haben alle dasselbe erzählt. Jemand, der einen Herzinfarkt
bekommt nachts, der wird davon normalerweise wach, weil es ihm nicht gut geht. Die versuchen in der Regel nochmal aufzustehen, was zu trinken. Ja, also man findet die nicht gerade schlafend im Bett vor. Also so, wie wenn sie schlafen würden. Ja, also normalerweise liegen die vorm Bett im Gang oder irgendwo anders, ja, aber nicht einfach so im Schlaf. Das ist ungewöhnlich. Was wir auch feststellen mussten, jetzt vor allen Dingen im letzten Jahr, ist halt diese Krebsrate, die zugenommen hat bei jungen Leuten, jungen Menschen zwischen 40 und noch nicht mal 60. Wir haben uns nochmal ein Video reingezogen von, wer war das nochmal? Scheiße, Homm. Genau, Florian Homm. Der hat mal auch irgendwie so eine Statistik gezeigt, wie die Prognosen auch sind für Krankheiten etc., also in welche Richtung wir gehen, was andere Krankheiten angeht. Und das hat gezeigt, dass nach der Impfung die Leute viel anfälliger waren, auch für andere Arten von Krankheiten, wie zum Beispiel jetzt, was sie sagt mit dem Krebs. So, dass das einfach durch die Decke geht und dass das hochschießt und dass in den nächsten Jahren immer mehr von diesen Krankheiten zu erwarten sind, gerade bei Menschen, die geimpft sind. So. Also es ist halt schon eine relativ große Altersspanne. Und ja, da haben wir halt von den Angehörigen erzählt bekommen. Die haben die Diagnose bekommen und waren halt wirklich ein paar Wochen später schon tot. Ja. Und da hat nichts mehr geholfen, keine Behandlung, gar nichts. Ja. Der Krebs ist diagnostiziert worden und der war schon im ganzen Körper. Boah. Also den Menschen hat man gar nicht mehr helfen können. Bei älteren Menschen haben wir jetzt auch vermehrt mitbekommen, so eine Art Turbodemenz. Ja, ja, das, oder wenn die schon Anzeichen dafür hatten, hat sich das Bild halt auch innerhalb kürzester Zeit verschlechtert und sind dann letztendlich auch dran gestorben. Man kann, also würdest du auch allgemein so bestätigen aus eigener Erfahrung, dass je schwächer das Immunsystem vorher schon war, ja, desto schlechter geht es ihnen nach der Spritze. Ja, also ich würde sagen, das ist eher so ein Trigger für Krankheiten noch. Ja, also ja, wenn man schon was hat und dann wird es dadurch. Das ist doch crazy, weißt du, wie ich meine? Ein Medikament, was uns empfehlen wird für Gesundheit, damit wir gesund sind und an einer gewissen Krankheit nicht sterben, macht uns im Endeffekt noch kranker oder noch anfälliger für andere Krankheiten. So. Auf jeden Fall verstärkt. Wurde ja dann auch oft so gemacht, dass beispielsweise er hatte Vorerkrankungen, ein schwaches Herz einfach schon an sich, wurde geimpft, stirbt. Und der Zusammenhang wird natürlich dann nicht irgendwie miteinander in Verbindung gebracht. Oder? Ja, genau. Das halt, ja. Wir hatten auch Sterbefälle, da stand es drin in der Todesbescheinigung, Todesursache ungeklärt, Tod durch dritte Corona-Schutzimpfung zum Beispiel. Und dann wird ja die Polizei eingeschaltet, sobald Todesursache ungeklärt drinsteht. Da wurde dann auch eine Obduktion durchgeführt. Die haben aber letztendlich dann nur den Herzstillstand festgestellt, aber haben nicht danach untersucht, halt, was der Auslöser dafür war. Mhm. Und das Resultat davon war dann, dass die Familie zwei Tage später sich selber hat den Booster holen. Ne? Das, ja, genau. Weil die wollten dann abwarten, was die Obduktion ergibt. Und ja. Mhm. Ja, es ist halt schade, es wird nicht wirklich untersucht. Ja, also nur wenn der Pathologe auf Zack ist. Ja, das ist eine Kritik, die viele geäußert haben, dass gar nicht wirklich geschaut wird. Ich weiß nicht, was da... Ob da vielleicht, also was da dahinter gesteckt hat, dass die Menschen sterben, so weißt du? Weil die wollen natürlich nicht, dass es mehr Fälle gibt und dass mehr Fälle produziert werden, die quasi auf eine Impfung zurückzuführen sind. Und dann nimmt man, glaube ich, alles, was da andere Hinweise noch liefert und sagt, komm, abgeschlossen den Laden, weiter geht's so. Nicht stimmt, ja, also es wird wirklich nur die Todesursache wird untersucht. Und das finde ich halt sehr schade, weil wenn es nach mir ging, hätten alle Menschen, die jetzt während Pandemiezeit gestorben sind, obduziert werden müssen, ja. Safe. Absolut. Also, gerade wenn du uns alle einsperren willst und den Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, als schlechte Menschen darstellst, die für Tod verantwortlich sind und so, gerade dann sollte man umso kritischer mit den Sachen umgehen und umso tiefer reinschauen, was dann wirklich Todesursachen waren, was Nebenwirkungen, diese ganze Scheiße, so weißt du, wie ich meine? Also wenn die wirklich ein Interesse daran gehabt hätten, die Wahrheit zu erzählen, was sie natürlich nicht hatten, von Anfang an nicht, dann hätten die das auch getan.
Absolut. Alleine, dass man die Schmäh geben muss, an oder mit Corona verstorben, Genau, schon, ja. zeigt doch schon, dass Ja. da etwas nicht stimmt, ja. Genau, aber halt ordentlich, dass wirklich alles untersucht wird. Von nicht nur aufschnippeln und gucken, welches Organ ist betroffen, Ja. sondern wirklich auch gucken, ja, weiß ja nicht, wie das funktioniert. Ich bin ja nur Bestatter. Mit Pathologie habe ich schon nichts mehr am Hut. Ja, aber Du ich würdest finde es halt auch sehr sagen, schade. ich küsse dein Herz. Ich wollte da jetzt mal, haben wir uns mal fast die Hälfte reingezogen. Ich wollte da auf jeden Fall mal reinschauen. Ich wollte da mal reinschauen und nochmal ein bisschen darauf aufmerksam machen und das Gespräch natürlich auch unten in der Beschreibung verlinken. Schreibt eure Meinung dazu, wie immer, unten in die Kommentare rein. Ja, lasst dem Video einen Daumen nach oben da und wir sehen uns im nächsten Video, meine lieben Freunde. Macht's gut. Bis dahin. Peace out. Gang.